Wäre natürlich cool, wenn man beides machen könnte. Also wenn man den erst platt macht und dann noch als erster den Ziel fährt, das wäre dann natürlich schon mal gar nicht so schlecht. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Und dann werden wir das Rennen in der nächsten Folge fahren. Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Cyberpunk 2077, Folge 60. Hier geht's weiter. 14 Mal. Richtig dicke. Bitte steigen Sie. Kühler. Richtig geil. Guten Tag. Ja, okay, gut. Von mir aus. Gucken wir mal, worum es geht. Hallo, wie? Ich bin Jefferson Ferrales. Mit meiner Frau Elizabeth hast du bereits gesprochen. Schön, Sie kennenzulernen, Mr. Ferrales. Mrs. Ferrales. Du hast recht, Liz. Liz liest Menschen wie Bücher. Sie meinte, du bist der Richtige. Jetzt weiß ich warum. Also, was habt ihr für mich? Carter, fahr los. Elizabeth? Nun, wie du sicher weißt, ist Lucius Ryan kürzlich verstorben. Wir wollen wissen, wie, warum und was sonst noch relevant ist. Das war in den Nachrichten. Natürlich. Die Medien haben sich draufgestürzt wie die Geier. Davon leben die. Ihr glaubt also, sie haben was übersehen? Wir haben Grund zu dieser Annahme, ja. Ich dachte, der Fall sei abgeschlossen. Ist er auch. Die Polizei gibt eine natürliche Ursache an. Ryan starb zu Hause durch ein fehlerhaftes Herzimplantat. Trotzdem will uns der Cyberpsycho-Anschlag im Rathaus ein paar Tage vorher nicht aus dem Kopf. Die Polizei meint, es gibt keine Verbindung. Eure Zweifel haben nicht zufälligerweise was mit der anstehenden Wahl zu tun, oder? Natürlich haben sie das. Wenn Lucius Ryan ermordet wurde, müssen wir das wissen. Wieso denkt ihr, die Polizei irrt sich? Habt ihr Beweise? Kurz bevor Ryan starb, hat er dem NCPD das Budget gekürzt. Vielleicht hat das jemanden verärgert. Jedenfalls haben wir den Cyberpsycho-Angriff auf BD. Unser Sicherheitschef hat ihn sich angesehen, aber nichts Ungewöhnliches entdeckt. Wir brauchen einen Braindance-Editor, einen echten. Es ist Rohmaterial. Der Braindance muss heute noch zurückgebracht werden. Sonst werden einige Leute gewaltig Ärger bekommen. Wenn du uns hilfst, kannst du ihn jetzt gleich sehen. Woher habt ihr die Aufnahme? Ryans Auftritt war öffentlicher Natur. Dies gehören bei solchen Events zum Standardprozedere. Nach dem Anschlag hat das NCPD die Aufnahme als Beweis sichergestellt. War allerdings nicht leicht, sie zu bekommen. Dann schauen wir mal rein. Mal sehen, was ich tun kann. Ausgezeichnet. Wir sind froh über jeden Hinweis, der die Sache aufklärt und Zweifel beseitigt. Was haben wir denn da? Die Frage ist, was machst du hier? Ist auch mein Gehirn, oder? So, schauen wir es uns doch erstmal ganz normal und an. Diesmal, nimm gefälligst nicht jeden hübschen Arsch auf. Augen auf Ryan. Das Zeug gehört dem Rathaus. Sorg dafür, dass es auch so aussieht. Bitte warten Sie hier. Warten Sie da, River Ward, NCPD. Polizei. Reinlassen? Lass ihn halten. Es ist dringend. Ich muss Mr. Ryans Sicherheitschef sprechen. Gerne. Nach der Konferenz. Alles klar. Gut.
Das ist passiert. Jetzt gehen wir in die Details. Hä? Und diesmal nimmt ihr fälligst nicht jeden hübschen Arsch auf. Augen auf Ryan. Das Zeug gehört dem Rathaus. Sorgt dafür, dass es auch so aussieht. Wer ist dieser Holt? Weiß nicht. Diese Clowns sind doch alle gleich. So. Das ist die zweite Konferenz in 3 Tagen. Ich verstehe nicht, was der Aufwand soll. Deshalb bin ich Bürgermeister und du nicht. Wir brauchen die Aufmerksamkeit. Du arbeitest dich noch zu Tode. Heute Abend ruhe ich mich aus. Mein Zimmer im Red Queen's Race ist bereit? Ja, natürlich. Gut, jetzt geh. Ich muss üben. Red Queen's Race. Klingelt es da bei dir? Klar. Eine Versammlung alter Engländer mit Perücken, die erhänget sie, rufen. Du kannst doch einfach sagen, dass du keine Ahnung hast. Okay. Die sind Sekunden vor dem Anschlag gegangen. Sieht geplant aus, als wäre es Absicht gewesen. Entweder das oder der Psycho hat die Chance ergriffen. Werd nicht paranoid. Ist klar. Halt! Bitte warten Sie hier! Warten Sie da, River Ward, NCPD. Polizei, reinlassen? Lass ihn warten. Es ist dringend. Ich muss mit der Ryan Sicherheitschef sprechen. Gerne. Nach. Der Cop wollte den Sicherheitsdienst sprechen. Wollte bestimmt sagen, dass er da ist, um Reins in den Arsch zu kriechen. Terminal ist gecrashed, als er durch die Schranke kam. Der Glitch war kein Zufall. Na, hab schon größere Zufälle gesehen. Ach ja? Klar, wenn man zum Beispiel eine nagelt und später ihre Schwester... Und am Ende kommt raus, es waren beides Nonnen. Ist dir das echt passiert? Nein. Aber wer weiß? Mit dem Chrom hätte er die ganze Stadt ausstatten können. Hat er bestimmt. Die Leiche ist aus der Leichenhalle verschwunden. Und von dem Geld hat sich irgendein Wichser eine neue Karre und einen hässlichen Anzug gegönnt. Weißt du das oder laberst du wieder Scheiße? Wer gesehen hat, was ich gesehen habe, weiß ganz genau, wie es läuft. Die Leute sind doch überall gleich. Okay, du laberst wieder Scheiße. Sieh mal einer an. Ja. Konnte man doch gerade irgendwas scannen. Digga, was soll denn das? Melodie. Er steht voll drauf.
Ja, belastend, würde ich sagen. Springs Wasseraufbereitungsanlage, Haywood Night City. Ja, naja, gut. Alles klar, dann einmal bitte speichern und dann geht's weiter. Und? Was meinst du? Hast du irgendwas Verdächtiges gesehen oder denkst du, wir sind paranoid? Die Sache stinkt schlimmer als die Coronado Bay im Juli. Wir hatten also recht. Hast du irgendwelche Fragen? Red Queen's Race. Was ist das? Keine Ahnung. Noch nie davon gehört. Wer ist Holt? Ryans Stellvertreter. Seine Bulldogge sozusagen. Hat Ryans Posten übernommen. Wozu diese Konferenz? Was sollte das? Es gab keinen Anlass. Ryan hat sich einfach gerne reden hören und mochte TV-Auftritte und diesen ganzen Kram. Wenn ich mich recht entsinne, war die Abnahme der Kriminalität in Night City der Grund. Ryan wollte die PR. Sorry, Abnahme? Ryan hat Pacifica zum unabhängigen Bezirk erklärt. Damit fielen die Statistiken dafür weg. Clever. Ryans Retter, dieser Cop. Wisst ihr was über ihn? Detective River Ward. Guter Mann. Hatten ein paar Fälle zusammen. Wenn du ihn sprechen willst, mache ich euch bekannt. Ryans Mietmuskeln. Sind die NCPD? Nein. Alles von Holt handverlesene Konzernleute. Aber unter ihnen sind auch Ex-Cops. Hatten außer Ryans Leuten noch andere Zugriff aufs Terminal? Nur das NCPD. Sonst niemand. Wow, Wards Timing war super. Entweder hatte er Riesenglück oder eine gute Quelle. Ich werde wohl beides brauchen. Schön gesagt. Ich schick dir seine Daten. Wenn du was brauchst, sag Bescheid. Wir helfen gerne. Alles klar. Ruf Detective Ward an. Boah, Junge, jetzt kommen die ganzen Karren hier, ey. Junge, wie viele. Jeder gefühlt will mir ein Auto anbieten, Mann. Oh. Das letzte Rennen ist auf dem Highway. Da schaut die ganze Stadt zu. Die Startlinie ist in Charter Hill. Von dort hat man einen tollen Blick auf North Oak. Ich schick dir die Koordinatenruf an, wenn du da bist. Da habe ich jetzt gerade Bock drauf, das zu Ende zu bringen, auf jeden Fall. Wir können es ja später weitermachen. Was jetzt, wie? Hilfst du Claire, den Konzern anheimzuzahlen, die ihren Mann kalt gemacht haben, oder willst du einfach nur ganz oben auf dem Podest stehen? Du weißt, was ich an deiner Stelle machen würde, aber deine Hände halten das Steuer, nicht meine. Weißt du, Claire ist doch gar nicht so übel. Sie tut mir sogar ein bisschen leid. Aber wie gesagt, deine Entscheidung. Viel Glück da draußen, Turbo. Boah, toll, Alter. Ich sehe das schon. Die lassen uns in dem Rennen entscheiden, ob wir gewinnen oder Claire helfen und so ein Scheiß. Digga, was ist mit unserer Karre passiert? What the fuck, Alter. Gut. Fahren wir doch schon mal zum Rennen. Ich hab da Bock drauf, das noch zu machen. Und ja, danach können wir uns vielleicht mal mit hier Panam auseinandersetzen. Dann können wir den Fall, den wir jetzt gerade gemacht haben, weitermachen. Es gibt wieder so viel zu tun. Es ist ja echt Wahnsinn. Wunderbar. So habe ich es doch gerne. Ich lasse mir da lieber ein bisschen mehr Zeit. Ah, ein paar Kumpel und Kameraden und so, die haben das Game schon längst durchgezockt. Also, wo ich mir so denke, habt ihr euch überhaupt Zeit genommen für diese ganzen Quests hier? Oh. Hey, F wurde heute beerdigt. Columbarium bei North Oak, falls es dich interessiert. Okay.
geht's dir? Mein Plan für heute ist, mir die Birne wegzusaufen. Na toll. Wunderbar. Naja. Ja, beerdigt. Schön. Schade auch, ja. Die Infos hätte ich aber wahnsinnig gerne noch erfahren, ja. Was da wirklich los war und so. Aber nein, natürlich nicht. Warum auch? Seit wann gönnt das Spiel einem, ne? Schön, na gut. Links, ja. Das große Finale. Wir werden aber auch voll auf der Seite Claire's sein, würde ich sagen. Das heißt, wenn wir uns dadurch den Sieg verbauen, dann ist das jetzt so, haben wir uns so entschieden in dem Dialog. Von daher denke ich mal, ist es auch fair, dass wir das für sie machen. Ja. Von daher, ein Ding. Wäre natürlich cool, wenn man beides machen könnte. Also wenn man den erst platt macht und dann noch als erster ins Ziel fährt, das wäre dann natürlich schon mal gar nicht so schlecht. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Und dann werden wir das Rennen in der nächsten Folge fahren. Hey. Ja, bugfreies Game, auf jeden Fall. Sag ich, wie es ist. Boah, die Karre finde ich mega geil. Die erinnert mich halt so ein bisschen an, das ist halt ein Bugatti-Nachbau, ne? Das muss man einfach mal sagen. Boah, und wir haben die Kraft. Alter. Alter Junge. Digga, die Karre, die würde ich kaufen, ey, aber... Junge, der ist jetzt schon bei 100. Alter, kann ich mit der Karre fahren? Kann ich nicht, ne? Also das Rennen kann ich damit nicht fahren, wenn ich mich damit jetzt hinstelle. Ja, schön. Wahre Liebe stirbt in Night City. Männer betrügen ihre Frauen, Frauen ihre Männer. Dann trennen sie sich und lästern übereinander. Kannst du dir das vorstellen? Mich schockiert das alles. Aber keine Angst, Vi. Diesmal kannst du einem kürzlich Geschiedenen helfen. Er heißt Mr. Gutierrez und verlässt sich auf uns. Seine Ehe ist nicht mehr zu retten. Aber vielleicht kannst du die Schecks besorgen, die seine Frau hat mitgehen lassen. Details anbei. Auftragsart, Kleptomanie. Soll ich dir was über einen vierten Mann erzählen? Er war sehr faul, unglaublich naiv und stinkreich. Ich habe noch nie so viel Geld in so kurzer Zeit verdient wie durch die Scheidung von ihm. Darum verurteile ich Mrs. Gutierrez nicht dafür, ihrem Mann das letzte Hemd auszuziehen. Ganz und gar nicht. Ich wüsste sogar gerne die Namen ihrer Anwälte fürs nächste Mal. Aber nur von glücklichen Ehen. Unser Klient ist der Geschädigte, Mr. Gutierrez. Er hat bereits sein Auto und sein luxuriöses Penthouse verloren und nun hat der arme Narr kaum genug, um über die Runden zu kommen, weil er seine Aktienscheine im ehemals gemeinsamen Zuhause gelassen hat. Die Schlösser wurden schon ausgewechselt. Du musst sie ihm zurückholen, denn unsere frisch geschiedene Singlefrau wird sie ihm nicht freiwillig aus reiner Herzensgüte überlassen. Ich verschaffe dir Zutritt zum Fahrstuhl, damit du zum obersten Stock des Gebäudes zum Penthouse kommst. Es versteht sich von selbst, dass die Sache absolut diskret ablaufen muss. Wenn alles optimal läuft, legt Mr. Gutierrez einen Bonus drauf. Wunderbar. Und damit würde ich sagen, Freunde, war es das für die Folge. Nächste Folge fahren wir dann das Rennen. Und dann geht's hier weiter. Vielen Dank euch wieder fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.